Vati? Hey, Kleiner. Ah, war's schon wieder soweit, ja? Du weißt doch, Gott nimmt die Form an, in der die Menschen ihn brauchen. 3,34 Paulus. Aber lass uns jetzt zu wichtigeren Dingen kommen als zu meiner Erscheinung. Wen hast du gefunden? Oh. Sieht ja jedenfalls recht süß aus. Ist gerade 27 geworden. Dann wird es ja langsam auch Zeit. Erzähl ruhig weiter. Sein Name ist Heinrich, er ist Pianist, Komponist, schon ein paar gute Stücke gemacht. Als Mensch ziemlich witzig. Klingt ausreichend. Es wäre auch nicht schlecht, den alten Chopin endlich mal auszutauschen. Der ist schon jetzt seit fast 170 Jahren dabei. Ich ertrage das nicht mehr. Din, 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 din. Alles hört sich so gleich an. Wie lange ist er Atheist gewesen, ha? 21 Jahre. So gut wie gar nichts heutzutage. Gibt er denn genug Trinkgeld? Ja. Oh, na gut. Lass es uns versuchen. Was für ein dummes Spiel spielt ihr heute, ha? Schachboxen. In der weißen Ecke ein Ringer. Er ist 74 Kilogramm schwer, 1,75 groß, 33 Jahre alt. Er ist ihr Sühner für ihre Sünden, ihr Heiland, ihr Messias. Hier ist Jesus Christus. Made in the image of God. You are beautiful, perfectly imperfect. Don't let haters lie to you. Free up your mind, your body. Strong and follow through. They setting up distractions to keep you from acting on your God-given passion. You're too different, I'm masking. They got some hellified arrogance asking me to change what God done made perfect. Und in der roten Ecke ein Boxer. Er ist 75 Kilogramm schwer. Er ist 1,90 groß. Er ist der Lord of the Dark, der Mephisto, der Voland, der Iblis, der Gaktungr, besser bekannt als der Teufel. Was für eine nette Frau deine Mutter doch war. Nur der alte Schubert und die Orthodoxen haben das wirklich verstanden. Kein Wort mehr über meine Mutter. Meine Mutter war eine Heilige. Ich mein's ernst. Stimmt. Let's adepto paratos ad crepant! Weißt du, wir sind in den letzten paar hundert Jahren auf der Erde völlig unterschiedlich dargestellt worden. Das erzählst du mir, dem Jesus Christ Superstar. Ja, genau das meine ich, ja. Bisher hat uns noch niemand schachspielend dargestellt. Wird sich auch keiner trauen. Ich meine, worüber sollten wir denn dabei auch reden, ne? Das würde bestimmt was Hochintellektuelles sein. So wie der klassische philosophische Streit. Materialismus, Idealismus. Aber das wäre dann schnell langweilig für alle die, die den ganzen Background nicht haben. Da wäre es besser, wenn wir was Zeitgenössisches besprechen würden. Allerdings auch nichts zu Flaches, wie das letzte Buch von Beck BD oder hier. Game of Thrones, Schlitzfick. Wie geht's denn dem Alten? Gut, gut. Er ist gerade schwarz und weiblich. Tja, was willst du machen? Die Gesellschaft.
Die Gesellschaft. Fadi ist übrigens begeistert von der Idee mit Heinrich. Er will ihn mit Chopin austauschen. Wirklich? Tja, Heinrich ist es auch wert. Sag mal ganz ehrlich, was willst du nun mit dem? Du kriegst doch andauernd nur die besten Musiker. Stimmt, aber weißt du, man ist nie zufrieden mit dem, was man hat. Ich bin gerade dabei, mir eine neue Band zusammenzustellen. Es soll Tiefchor heißen. Eine wilde Mischung aus tiefem Techno und klassischen Stücken. Tiefchor. Verstehst du? Nee. Nur zu deiner Information. Bach spielt auch mit, aber Bach will unbedingt Bass spielen und deswegen brauche ich Heinrich. Ja, das wird aber nicht passieren. Heinrich ist unser. Du gehst mir langsam auf den Nerv, du Vatersöhnchen. Oh, du könntest ja auch mal was Neues einfallen lassen, ne? Heinrich bekomme ich trotzdem. Das werden wir ja sehen. Schach. Now we can settle then like gentlemen or ladies. Without a settlement, coming out from under a rock quite snakely. Quite frankly, that strikes me as the best move. Herzlich willkommen. Guten Tag. Tag ist schon richtig. Folgen Sie mir bitte, wir gehen zum Fatih. Ich meine natürlich den Herrn der Herren, den lieben Gott. Komm, komm, komm. Der Kerl. Ihr Vorgänger war viel zu ernst. Sie gefallen mir. Mein Vorgänger? Ja, Ihr Vorgänger als Pianist im Himmel. Herr Chopin, er ist gerade gegangen. Ja. Moment, das war Frédéric François Chopin? Oui, oui, Chopin. Und ich werde seine Stelle übernehmen. Mhm. Aber ich meine, er ist der Gott des... Ich meine, nein, er ist nicht der Gott, er ist ein Gott, er ist ein echter Genie. Für alles gibt es seine Gründe, mein Sohn. Los, seien Sie nicht so schüchtern. Setzen Sie sich an den Flügel und zeigen Sie uns, was Sie drauf haben. Verstehe nicht, ich kann nicht spielen. Ich verstehe nicht. Er kann nicht spielen? Ich verstehe nicht, er kann nicht spielen. Hast du dein Gehör am Kreuz gelassen, oder was? Heinrich! Heinrich, was ist denn los? Ich habe doch heute noch gehört, wie du gespielt hast. Ich weiß auch nicht.
ganzes Leben lang so gut spielen können? Klar, mit ein bisschen Glück wirst du sogar der nächste Chopin.